Vor 3,5 Jahren begann die Erfolgsgeschichte von Schauksecker IT. Vorerst in einer kleinen Wohnung in Steinhaus und seit Anfang des Jahres im neuen Büro mit Schauraum und Werkstatt. Ja, der Beginn von dem Ganzen an sich war ja aus dem Gedanke heraus, weil es gibt ja mittlerweile mehrere EDV-Techniker und Technikerinnen, die was Unternehmen haben. Schauks steht dafür, dass man sagt, man hat das Ganze qualitativ auf einer bisschen anderen Ebene, in dem Fall ein bisschen einer höheren Ebene, auch von den Produkten her, mit dem starken Partner, HP, Axis, Cisco, wo das Ganze halt dann einfach halt automatisch ein bisschen anders abläuft und die persönliche Betreuung ist halt sehr wichtig. Da ist eine Privatperson genauso involviert wie ein landwirtschaftlicher Betrieb, mittelständisches Unternehmen oder durchaus auch ein größeres Unternehmen oder diözesane IT in Gesundheitsbereiche oder ähnliches. Bei der Eröffnungsfeier bewunderten nicht nur Freunde und Bekannte, sondern auch treue Kundinnen und Kunden die neuen Büroräume. Was sagen Sie zum Schauraum? Ist er gelungen? Der Schauraum ist gelungen, ja. Sehr übersichtlich, sehr viel Platz. Also er hat auch die Möglichkeit, dass er mal ein, zwei Personen noch dazu einstellt. Ja, der Schauraum, alles neu gestaltet, schaut natürlich pipifein aus, sehr übersichtlich alles, ganz der Martin. Gleichzeitig war die Feierlichkeit auch Informationsplattform. Mit HP, Axis und Cisco waren namhafte Geschäftspartner bei der Hausmesse vor Ort. Selbstverständlich für eine IT-Firma ist das Netzwerk. Ohne Netzwerk an sich, gibt es verschiedenste Formen, ging es gar nicht, weil jede Werbung, die man sonst so macht, kann nicht aufgewertet werden im Vergleich zu dem normalen Mundpropaganda. Sprich, halt einfach die Weiterempfehlungen, die von klein zu groß und auch untereinander passieren. Ich kenne Ecke Martin schon länger und wir stehen in Geschäftsverbindung mit der Gemeinde, mit ihrem, aber auch privat. Wenn wir es aus eigener Hand mit den Problemlösungen im Internet nicht mehr zusammenkommen, dann heißt es Martin anrufen und der macht es dann. Seit Jänner diesen Jahres ist der erfolgreiche Jungunternehmer auch Bezirksvorstand der Jungen Wirtschaft Welsland, wo er mit sehr viel Engagement tätig ist. Ist ein netter Bereich, also ist wirklich, wirklich, wirklich interessant. Soll man jeden Jungunternehmer, jeden Gründer, jeden Übernehmer, die gehören da auch dazu, wärmstens empfehlen, will ich da auch mitzuwirken und aktiv dabei zu sein. Selbstverständlich waren auch Funktionäre der Wirtschaftskammer vor Ort. Einerseits eine aufstrebende junge Firma im EDV-Segment, was uns natürlich sehr für uns sehr wichtig ist. Und das Zweite natürlich ganz wichtig ist, dass der Martin Ecker seit einiger Zeit ja Bezirksvorsteher ist der Jungen Wirtschaft Welsland, hier sehr aktiv ist. Dann sind wir natürlich dabei, weil es gehört zu den angenehmen Dingen als Obmann, dass man bei solchen Eröffnungen dabei ist, speziell wenn es um junge, innovative Betriebe geht. Ein weiteres Highlight des Abends war das Schauks-Gewinnspiel mit der glücklichen Gewinnerin Helga Hammerl, die ein Axis-Überwachungskamerasystem mit nach Hause nehmen durfte. Gratulation an Martin Ecker und Schauks IT für die gelungene Büro- und Schauraumeröffnung sowie Hausmesse. Innovative IT-Lösungen für jedermann gibt's bei Ecker IT as it should be.